Herzlich willkommen, Damen und Herren, zur 8. Folge von Cyberpunk. Ich möchte mit Ihnen reden. Du hast doch meine Leute geschossen. Die haben zuerst geschossen. Die haben zuerst geschossen. Das ist für das Militech-Management irrelevant. Aber wenn du mit Stark kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Danke. Ist gar nicht will. Denk bloß nicht, ich mach das, um dir einen Gefallen zu machen. Mir gefolgt. Aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Mhm, ganz genau. Ich habe dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende. Hm? Was ist mit Stout passiert? Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Wir sind hier fertig. Wir sind fertig hier. Und drin wirst du kaum was rausfinden. Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Jackie. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jetzt, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, meine Liebe. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hi, Leugo, wie. Übersetzung, bitte. Oh. Wie sieht's aus, Miss V? Ich hab den Flathead. Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten einen Deal. Du hast was drauf, Miss V. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück. Vielen Dank. Okay. Also Level Up hier. Coolness. Technische Fähigkeiten. Na, kannst du. Was haben wir hier so? Wir haben ja auch noch so viel hier einfach. Es ist halt. Wie soll ich denn hier durchblicken? Ah, da war es gerade. Handfeuerwaffen. Mit Nachladezeit für Pistolen, Revolver. Wir nehmen das. Erhöht den Schaden mit Pistolen, Revolver um 3%. So, hier müssen wir auch noch einen Punkt reinstecken. Ich würde tatsächlich ein technisches da reinsetzen wieder. Ja, hatten gerade eine Menge Türen, die wir nicht öffnen konnten. Das kommt der Große. Zuerst kommt der Große Realität-Check, der die Zukunft der Welt einläutet. Okay. Und nochmal Ego-Sektive hochbieten. Radio. Upsala. Da macht er irgendwas an, ne?
Ich habe eh keine Ahnung. Oh, der Kopf, der da so am Wackeln ist. Zur Seite da. Tschüss mal. Sorry. Ich habe aktuell noch keine Kontrolle. Mich ist auf die nächste Mission gespannt. Wir sind in China. Ah, Spielwelt muss wieder laden. Wie ich das auch liebe. Gut, ich wollte eh hier parken. Boah. Jetzt bin ich wegteleportiert. Zwischen 18 und 6. Wie spät ist es denn jetzt? 22. Hört sich gut an. Hört, würde ich jetzt einmal speichern. Super. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Ich war schon mal hier. Nicht mein erstes Mal. Kann mich nicht an dich erinnern. Weil ich nicht durch die Vordertür gekommen bin. Zieh dir die mal rein. Okay, die Regeln sind einfach. Gefällt dir jemand, fasst du ihn nicht an. Such ihn im Katalog, bestell einen BD und verzieh dich in eine Kabine. Keine Aufnahmen, kein Grapschen, wenn keiner hinsieht. Rein mit dir. Viel Spaß, Puppe. Vielen Willkommen Dank. Im Lesis. Ich hab Angst. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Danke. Danke, danke, danke. Ich muss kurz einmal kontrollieren, ob man was sehen könnte. Okay. Na, Steve. Hey. Willst du was trinken? Ich muss los. Ich suche Evelyn. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Jemand, bei dem das Trinkgeld locker sitzt. Jemand mit Geld, das für die richtigen Antworten locker sitzt. Danke fürs Angebot. Wirklich. Aber ich werde hier nicht fürs Reden bezahlt. Eher im Gegenteil. Ist schon gut, Matteo. Ich habe sie erwartet. Hey. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Mein Lieblings-Tequila. Nichts geht über Sensor. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Warum treffen wir uns hier? Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Alles ist in Ordnung, echt. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Bringe Pizza. Hab ich gerade. Ja, und jetzt? Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Ich bin die Beste. Ich mach meine Sache gut. Hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin die Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet, du und Dex?
mal, schreibst du seine Biografie oder sowas? Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Ganz gechillt hier. Wenn du Zweifel hast, ruf Dex an. Scheiße. Ruf Dex halt an, wenn du kalte Füße kriegst. Ich warte. Er würde mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Oder dass ich überhaupt hören will. In dieser Hinsicht ist nur eines schlimmer als Fixer. Gebrauchtwagenverkäufer. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Reden übers Geschäft. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein sichere deine Seele Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Ich kenne die Kette. Arasaka ist diese Hotelkette wirklich gelungen. Aber das Konpeki in Tokio stellt immer noch alles andere in den Schatten. Die beiden sind doch genau gleich. Personal und Service in Japan sind einzigartig. Singapur, Paris, Washington. Im Vergleich sind das alles Absteigen. Tja, dagegen kann ich wohl nichts sagen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka in Night City. Also sind die Gerüchte diesmal wirklich wahr? Jeder in der Stadt redet davon. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Erbe des Arasaka-Imperiums. Ich bitte dich. Und nach 150 Jahren will der Kaiser endlich abdanken? Das bezweifle ich. Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Ernsthaft, er ist mein Ziel. Wir haben's also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Selbst wenn. Yorinobu bleibt ein verdammter Arasaka. Ich wette, Shinobi hat seine Armee um sich versammelt. Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Du hast doch noch ein Ass im Ärmel? Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Was bekommt er dafür? Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Netwatch? Das stimmt doch was nicht. Nein, kaufe ich dir nicht ab. Netwatch lebt von Neutralität. Warum sollten sie ihren Ruf für Hehlerware ruinieren? Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du alt bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Wo bewahrt den Relikt? Gut. Also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen.
Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Ich habe einiges über Yobu gehört. Yorinobu hat doch in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Bestimmt, weil sein Vater das wollte. Genau. Saburo wollte ihn zu seinem Nachfolger heranziehen. Aber dann hat Yorinobu alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Sich den Stahldrachen angeschlossen, Nomaden aus Tokio, die Arasaka zugrunde richten wollten. Mhm. Dieser Anfall jugendlicher Rebellion verflog natürlich. Yorinobu kehrte in den Schoß der Familie zurück, aber der bittere Beigeschmack blieb. Du kennst dich aus. Das ist aber nur eine Seite von ihm. Er ist ein kluger Mann, der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Vielleicht steht er einfach auf Macht. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Du hast alles und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Die ist aber aufdringlich, dieses Hologramm, muss ich sagen. Kann ich nachvollziehen. Es ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Und die du volle Kanne ausnutzen willst. Was ist... das will sie uns ja eh nicht sagen. Okay, was als nächstes? Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, wie dies sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Haben Sie noch einen Wunsch? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schneiden. Nein. Das ist genau das, was du brauchst. Ich will's. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-REC-Implantat. Was dagegen? Kennst du ihn persönlich? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Ich hab doch gesagt, also, ich komm zu dir. Sei ein braves Mädchen. Bleibst dir selbst Benimm zusammen. Dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht. Ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Sie ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Nicht schlecht, das ist 1A-Hardware. Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, 1A-Hardware. Das meiste ist modifiziert, nur die Ummantelung ist Serie. Von dir selbst gemoddet? Was denkst du denn? Dieser Mimikübersetzer, ein Fuyutsuki, oder? Dachte, die Matrizen dieser Reihe wären alle für den Arsch. Waren sie auch, aber die auszuwechseln ist leicht. Und dieses Modell unterstützt als einziges Zusatz-Scanware. Ja, ja, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na der dann, Tushiset. Passen wir ihn auf sie an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was bedeutet ungefiltert? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen?
Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität. Sind dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay, ich würde sagen, bevor wir unseren Braindance da nutzen, sehen wir uns in der nächsten Folge.